was die Klappe besonders macht, ist, glaube ich, die Tatsache, dass sie sich konzentriert auf ein Medium, auf Film und sagt, wir wollen die besten Filme in Deutschland prämieren. Und auch, primär auch wenn es noch eine internationale Kategorie gibt, sehe ich die Klappe schon als einen Award, der sagt, was ist in Deutschland an guten Filmen entstanden. Und in dem Kontext betrachten wir das auch. Ich komme ursprünglich aus der Werbung, sitze dort jetzt als Kundin und finde aber dieses Zusammenspiel zwischen Produktionsfirmen, Werbeagenturen, Wirtschaftstreibenden total spannend. Und man sieht einfach, dass da ganz viel Mut auf allen Ebenen dazu benötigt wird, um wirklich eine gute Kampagne zu fahren und auch eine gute Message zu transportieren. Die Inspiration in der Juryarbeit ist vor allen Dingen spannende Umsetzungen zu sehen, viele interessante Arbeiten. Es ist ein sehr hochkarätiger Kreis, also auch andere Meinungen zu hören, andere Sichtweisen auf bestimmte Themenstellungen und auch auf bestimmte Umsetzungen zu bekommen. Und das ist mit Sicherheit sehr inspirierend für die Zukunft. Also einen guten Werbefilm zeichnet aus, eigentlich ganz banal, aber eben auch deswegen so schwierig, dass man in irgendeiner Form berührt wird. Also berührt, dass man jetzt eine Gänsehaut bekommt, betroffen ist, aber eben auch berührt im Sinne von, dass man lacht, sich auf die Schenkel klopft oder einfach auch mal interessiert zuguckt. Die Klappe oder andere Wettbewerbe sind dafür wichtig, dass man den Leuten zeigt, was denn gehen würde. Also dass wir Dinge prämieren, die sich mehr trauen, die weiter draußen sind, wo jemand nicht das Übliche gecastet hat, nicht die übliche Musik gemacht hat, nicht das übliche Storytelling, das sowieso jedem schon zum Hals raushängt, sondern was gewagt hat, irgendwie eingetreten ist, eine Vision hatte, irgendwas, was das speziell macht, was mich unterhält oder zum Nachdenken bringt. Es sind immer noch zu viele Awards und es dürfen noch mehr Awardshows sterben, weil sie eben kein Qualitätsprodukt am Ende draußen haben. Und das hat die Klappe, glaube ich, jetzt über Jahre bewiesen, dass das, was am Ende ausgezeichnet ist, wirklich für Qualität steht. Ich wünsche mir nicht von, sondern für die jungen Kreativen, dass sie die Liebe zum Bewegtbild entdecken. Ich glaube, dass wir in einer Zwischenphase sind. Ich glaube, dass es sehr viele erfahrene Filmemacher und Bewegtbildmacher gibt in der Branche, dass die aber irgendwann aussterben werden. Dann kommt eine Zwischengeneration, die die Kunstfertigkeit und es ist teilweise wirklich künstlerisches Engagement verlernt hat, guten Film zu machen. Und dass dann aber eine Generation nachrückt, die ganz selbstverständlich mit Smartphones und mit Bewegtbild und mit Filmproduktion selber im Telefon aufwächst. Und dass die mit einer ganz anderen Kompetenz und einer ganz anderen Selbstverständlichkeit rangehen. Das Lustige ist ja immer, dass wir im Ausland sehr viel besser angesehen sind als in Deutschland. Darüber sollten wir vielleicht mal nachdenken und ein bisschen stolzer sein auf das, was wir tun. Das ist nämlich gar nicht so schlecht.